wie das ist, wenn ein Arzt hergeht und in 5 bis 10 Sekunden oder vielleicht maximal in einer Minute eine Diagnose stellen soll, wo die Diagnose aber dann nur, das nur möchte ich streichen, wo dann die Diagnose darin besteht, dass man Medikamente verschreibt. Ja? Ich glaube, damit ist keinem Menschen geholfen. Sondern ich glaube, das Wichtigste für die Leute ist, dass sie zumindest in der Früh, wenn wir das ein gutes Ding nennen wollen, was auch hängen bleiben soll, wenn die einen oder anderen Kongressteilnehmer mit Stift und Zettel vor dem Bildschirm sitzen und sich Notizen machen wollen. Ein großes, großes Ding ist einmal zu Beginn festzustellen in der Früh, ich bin jetzt hier im Bett schon am Leben. Nicht ja. erst im Büro am Leben, nicht erst beim Frühstück, nicht erst, wenn ich das erreicht habe, nicht erst, wenn ich im Auto sitze und mich abhaste ins Büro. Nein, erst wenn ich erkenne, dass ich mir den Wecker 5 Minuten früher stellen sollte, um mir diese 5 Minuten zu nehmen, das Leben 5 Minuten früher anzunehmen, weil ich mein Leben in mir wahrnehme. Und es gibt keine Karriereleiter in mir. Wir haben zwar wahnsinnig viele Muskeln und Knochen, aber es gibt keine Karriereleiter in uns. Ja. Ja? Somit sollten wir doch einmal beginnen, anzuerkennen, es geht um mich und mein Leben. Und ein Teil meines Lebens spielt sich in Rollen ab, in denen ich sehr wohl auch überfordert sein kann oder überfordert sein darf. Und wenn ich was anderes erreichen will, ist einmal die erste Voraussetzung, lass los von dem, was du gerade hast, weil es dich nicht glücklich macht. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Menschen glücklich machen könnte und deshalb habe ich mein Unternehmen zum Verkauf angeboten. Es gab Interessenten und diese Interessenten meinten sogar, das wäre das Schnäppchen. Mhm. Und ich habe diesen Interessenten sehr schnell klar machen können, ich verdiene jedes Monat mit diesen Unternehmen. Das ist kein Notverkauf. Ja. Und somit habe ich mir auch ein Jahr fast Zeit gelassen mit den Verkaufsverhandlungen, weil es kein Notverkauf war, mhm. und konnte erfolgreich verkaufen. Danach hatte ich die Zeit, möchte was sagen, ein bisschen als Weltenbummler, sich andere Kulturen anzuschauen, einmal nicht nur eine Woche in Tibet zu verweilen oder so, doch etwas länger, um einiges länger, ja, um sich ein Bild zu machen von anderen Eintrittskarten. Aber ich habe auch dort gelernt, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Sondern für mich war vielmehr die Bestätigung, egal wohin ich fliege, egal was ich erfahre, ich nehme doch mit mich, meine Visionen und meine Probleme. Somit habe ich auch erkannt, dass mein Asien genauso gut oder so schlecht gehen kann wie in Europa. Habe aber sehr wohl auch damit begonnen, mich wieder mehr und mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen.